Jede spezielle Person macht genau das, was du denkst und was du erwartest. Eine spezielle Person ist dein Partner, dein Freund oder sogar jemand, den du überhaupt nicht kennst, den du eigentlich nur so grundsätzlich erwartest, wie eben auch deine Kunden. Ja, es ist so. Und du kannst es nicht ändern. Es ist das Gesetz der Manifestation, es ist das Gesetz der Energie. Es ist belegt in der Quantenphysik mit dem Doppelschlitzexperiment, wo du genau erkennst, dass alles, alle Teilchen, alles eben, was du beobachtest, sich genauso entwickelt, wie du es beobachtest, wie du es annimmst, wie du es dir vorstellst. Und meistens stellen wir uns eben die Dinge so vor, wie wir sie gewohnt sind, wie wir sie befürchten, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, aus den Zusammenhängen, die wir machen, aus dem, was wir nun mal glauben. Wir analysieren jede Situation und dann schreiben wir sie quasi in die Zukunft auf Basis von den Zusammenhängen, die wir eben kennen und die wir für wahr erhalten. Und dann kommt das heraus, was wir erwarten, was wir glauben und leider meistens, was wir befürchten. Und das ist eben das, was wir aus unserem Verstand, aus unserem Human Design automatisch, also unbewusst machen. Und dann kommen wir in eine Vorstellung einer zukünftigen Situation, wo wir uns halt vorstellen, dass sich die Dinge so entwickeln auf Basis von dem, was wir nun mal als wahr erachten. Und aus dieser Perspektive heraus beobachten wir, wie sich die Zukunft entwickelt. Und leider ist es meistens eben so, dass wir auf Basis unserer Befürchtungen, weil wir das halt so kennen, uns vorstellen, was in der Zukunft rauskommt. Und da liegt unsere absolute Kraft, da liegt unsere absolute Power. Und davon ist nichts ausgenommen. Es ist Gesetz, es ist Prinzip. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir erkennen, aus welcher Perspektive, aus welcher Position heraus wir beobachten, was sich ergeben soll. Und das, was wir in Zukunft sehen für uns, was wir befürchten, das ist absolut nicht sichtbar im Außen. Das ist jetzt noch nicht sichtbar, aber wir machen es vor unserem inneren Auge, in unseren Vorstellungen für uns schon sichtbar, bevor es im Außen überhaupt manifestiert ist. Und wundern uns dann, warum die Dinge so kommen, wie wir sie befürchtet haben, und sagen uns dann, ich habe ja gewusst, dass das so kommt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Und da ist es mal wichtig, dass wir uns einfach eingestehen und auch, ja, vergangene Situationen Revue passieren lassen, wo unwünschte Dinge sich so entwickelt haben, weil wir sie befürchtet haben. Und um das zu verändern, müssen wir zurück zu unserer Kraft kommen, dahin, wo unsere Power ist, nämlich in unserer Situation, in unserer Position, in unserem Ausblick, in unseren Erwartungen. Und wir haben eben so viele Zusammenhänge in unserem Kopf, die unsere Erwartungen schüren. Wenn Dinge gewissermaßen aussehen oder wenn Situationen sich gewissermaßen im Außen zeigen, dann haben wir eine klare Vorstellung, die meist unbewusst ist, wie sich die ganze Sache entwickeln wird, weil wir es eben schon so oft erfahren haben. Und dann wiederholen wir eben diese alten Programme, diese alten Situationen, die sich im Außen ähnlich darstellen, aber für uns sich im Innen genau gleich anfühlen. War so, dass Dinge gegen uns sind, so, dass wir nicht das bekommen, was wir möchten. So, dass da irgendwelche Widersacher-Umstände am Werk sind. Aber es sind keine Widersacher-Umstände von außen am Werk, sondern die sind eben uns, in uns noch aktiv.
in Form von alten Erfahrungen, alten Geschichten, alten Befürchtungen, unseren Ansichten. Und da geht es nur darum, dass wir uns selber verändern und eine andere Identity annehmen, und zwar diese powervolle Identity im Divine Design, die eben ohne Vergangenheit, ohne Befürchtungen, ohne Vorurteile, ohne Rückschlüsse sich erlauben darf, sich das Allerschönste, das Allererwünschteste vorzustellen. Und diese Vorstellung fällt uns meistens sehr schwer, weil sie so weit weg von dem ist, was wir kennen. Sie ist so weit weg von dem, was wir uns tatsächlich für uns als wahr vorstellen können, weil wir ja in der Vergangenheit so viele andere Erfahrungen haben. Und da geht es darum, wirklich einen Quantensprung zu machen in eine neue Realität. Und diese neue Realität, die ergibt sich aus dir selbst heraus, aus deiner Perspektive, aus deinen Ansichten. Und die zu verändern, gelingt nur, indem du erkennst, wer du bist in deiner wahren Power, in deinem wahrhaftigen Divine Design, in deinem energetischen Quellursprung. Dass du der Ursprung bist mit deinen Ansichten, mit den Geschichten, die du erzählst, mit den Zusammenhängen, die du glaubst. Und wenn du diese reine, pure Quelle bist, die neu anfängt, die frisch anfängt, die ohne vergangene Dinge, Entscheidungen trifft, sich Vorstellungen macht von ihrer, seiner Zukunft, dann kommst du in diese reine Kraft. Und diese reine Kraft, die hat eben nun mal keine Bedingungen. Das heißt, sie hat auch keine Vergangenheit, sie hat keine Rückschlüsse, sie hat keine Zusammenhänge. Sie ist frisch, sie ist klar und sie ist rein. Und aus dieser Position heraus, aus dieser Divine Design Identity, wie ich es nenne, kannst du in einen Zustand eintreten, der sich anfühlt wie, ich bin da, es ist erfüllt. Es ist ein absolutes Living in the End möglich, weil du ja sozusagen eine alte Geschichte, eine alte Realität, eine alte Timeline verlassen hast. Und das ist so ein neutraler Punkt. Dr. Joe Dispenza nennt es, du bist nobody, du bist niemand. Und wenn du nobody und niemand bist, dann bist du eben auch ohne Geschichte, dann bist du ohne Vergangenheit, bist du ohne Vorurteile und du bist auch ohne Befürchtungen, dass sich deine Vergangenheit wieder wiederholt, dass sich vergangene Enttäuschungen, Ablehnungen, Ängste in dein Leben einschleichen. Weil du bist nobody, aber du bist somebody, du bist jemand im Divine Design, du bist deine Divine Design Kraft, Power, deine Liebe, deine Erfüllung. Und jetzt kannst du dir ganz klar eingestehen, ohne Ängste, was du wirklich möchtest. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir trauen uns oft nicht, einzugestehen, was wir wirklich wollen, weil wir eben daran auch wieder Bedingungen oder Ängste knüpfen. Wenn ich das will, wenn ich will, dass mein SP bei mir ist, mit mir durchs Leben geht, dann habe ich Befürchtungen, dass es irgendwie schief gehen könnte, dass er das nicht wollen kann oder dass sie andere Interessen hat, andere Vorstellungen hat. Und hier kommt eben dieses klare Prinzip zum Vorstellen, wenn ich Quelle Ursache bin, dann ist eben everyone und everything und jede Situation, jede Annahme ein Output von mir. Etwas, was aus mir entstanden ist, aus meiner Meinung, aus meiner Ansicht, aus meinen Ängsten eben meistens. Und wenn ich jetzt hier diese Ängste wegnehme und sage, gut, es ist bedingungslos erfüllt. Ich bin bedingungslos in der Erfüllung und die Erfüllung ist mein Normalzustand. Dann kann es nichts geben, was im Außen dir reinfunkt. Aber das musst du eben auch annehmen. Du musst annehmen, dass es für alle und
in jeder Situation, an jedem Moment, an jedem Ort für dich diese Erfüllung gibt. Und diese Erfüllung ist ein Zustand, den du nicht mehr verlässt. Das ist ein Mindset, den du trägst, wo du super klar, super entschieden bist und du sagst, ich will das so. Ich will es genauso, genauso wird es sich ergeben und es gibt keinen Umstand, der mir das versauen kann. Es gibt keinen Umstand, keinen Menschen, keine Situation, keinen Willen, den ich zulasse, der mir mein Living in the End versaut, meine Erfüllung versaut. Und dann ist es völlig egal, wie es sich zu diesen Dingen ergibt, was auf dem Weg, wenn du wieder zurückkommst in eine Timeline, die natürlich da ist, weil wir ja manifestiert sind und wir uns scheinbar durch das Universum Schritt für Schritt bewegen, ist es so wichtig, dass du das, was zu deinem Living in the End führt, überhaupt nicht als relevant siehst, sondern nur erkennst, ich bin in meinem Living in the End. Ich habe entschieden, was ich haben will, was ich leben will, was ich erleben will, mit wem ich es wie erleben will. Und dann bleibst du dabei. Und dass du dabei bleibst, bedeutet eben auch, dass du in dieser Freude bist, dass du in dieser Angstfreiheit bist, dass du in dieser Sorglosigkeit bist, weil du die Sicherheit hast. Du hast es festgelegt. Es steht dir zu, weil alles steht dir zu. Alles ist für dich, weil es aus dir heraus entstanden ist, genauso wie die Dinge, die du nicht möchtest. Und dann bleibst du. Du bleibst diese Person, die dieses Leben lebt. Du denkst so. Du fühlst so. Du fühlst wie jemand, dem das zusteht, der das kriegt, wo die ganze Welt einer Meinung ist mit dir. Und natürlich auch jeder SP, jede spezielle Person unterstützt dich in deinem Living in the End. Und auch wenn es sich im Außen vielleicht so anzeigt, dass es nicht unterstützend ist, kannst du doch mit Sicherheit wissen, dass es für dich ist, solange du in diesem Selbstkonzept bleibst, der Person, die dieses Leben lebt, das du wirklich möchtest. Und zwar ohne Ängste und ohne Beschränkungen, ohne, ja, was könnte ja das sein? Oder wenn das passiert und ja, dann kommen wir vielleicht in die und die Situation. Nein, es gibt keine Situation, die dem entgegenspricht. Du wirst in keine Situation kommen, die du nicht meistern kannst, weil du bist ja schon die oder der, der es gemeistert hat. Du hast ja schon alles gemeistert. Es ist ja schon alles da. In dieser inneren Welt lebst du und zwar ohne davon abzuweichen. Du weichst nicht ab. Du denkst so wie diese Person, die das schon hat. Und du triffst diese Entscheidungen aus der Sicht, aus der Perspektive einer Person, die es schon hat. Weil du beobachtest, wie sich alles in die Richtung entwickelt, wie du es haben willst. Weil es ist ja schon da. Realität ist da. Alle Realitäten sind da. Du bist alle Realitäten. Und du musst dabei bleiben, die Realität zu leben, die du erleben möchtest. Und du darfst dich doch nicht durch keinen Gedankengang, durch keine Angst, durch keine Rückschlüsse davon abbringen lassen, dass du diese Macht und dass du diese Power bist und dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass du diese Person in dieser Realität, in diesem Leben bist, dass du dir wirklich, wirklich wünschst. Und diese wirklichen Wünsche muss man sich eingestehen. Und zwar richtig krass. Weil oft gestehen wir uns das nicht ein, weil wir glauben, es braucht noch einen Prozess, es braucht noch eine Entwicklung, es braucht noch ein Learning. Aber es braucht es nicht. Für weder für dich noch für dein Pushed-Out, der nur dein Spiegel ist, der nur deine Reflexion ist. Niemand muss etwas lernen, um das zu leben, was du leben möchtest. Weder du noch irgendjemand anders, weil es schon gegeben ist. Realitäten sind gegeben, Umstände sind gegeben, alles ist gegeben. Nur musst du das ganz tief in dir wissen. Dieses Prinzip muss so tief in dir verankert sein und diese felsenfeste Entscheidung auf Basis, auf Verlassen, ohne Zweifel auf dieses Prinzip.
Und dann bleibst du in der Energie deines erfüllten Wunsches und dann werden sich deine Wunscherfüllungen im Außen zeigen, dann werden die Dinge sich richten, dann werden die Dinge sich ergeben. Aber auch hier ist es wieder wichtig, dass du nicht festlegst, was okay ist, dass sich ergeben darf, sondern dass du nur festlegst, was du haben willst und was sich zwischendrin als Bridge of Incident, also als Brücke der Ereignisse, wie Neville Goddard es sagt, zwischendrin ergibt. Das ist dir wurscht, weil du weißt, ganz, ganz sicher weißt, du bist in deinem Living in the End. Du bist die Person, du mit diesem Selbstkonzept in deiner Wunschrealität. Und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse, ohne dass du irgendwelche Abstriche machen musst. Es ergibt sich so. Und wenn sich Dinge ergeben, wo du denkst, es ist nicht in Ordnung, oder wo du denkst, na, das kann man doch nicht machen, das darf man doch nicht, und solche Entscheidungen sind doch nicht okay, und deine Werte irgendwie wieder getriggert werden und sagst, nee, aber so darf man das doch nicht machen, und das sollen dann die anderen denken. Das kann dir egal sein. Es ist ein göttliches Spiel. Es ist ein Bridge of Incidents aus der höchsten göttlichen Perfektion herausgemacht und Liebe herausgemacht, weil du göttliche Liebe, göttliche Perfektion bist und all deine Wünsche, die einfach nur entstehen und die du jetzt endlich zulässt, die sind aus dieser göttlichen Perfektion, aus dieser Seelenperspektive, aus dieser fehlerfreien, voller Liebe Perspektive für dich, das andere und das Leben entstanden. Und dieses Standing musst du haben, dieses Standing musst du behalten und dann werden sich die Dinge ergeben. Aber in dem Moment, wo du rausgehst und rausschaust und sagst, nee, das da, aber so möchte ich es nicht haben und es ist nicht okay und ja, das wäre doch dann schlecht für andere. Nein, du wertest diesen Weg nicht. Du stehst da, wo du stehen willst. Du beobachtest das, was du beobachten willst. Du hast diesen Quantensprung gemacht und wie er zustande kommt, das ist nicht deine Aufgabe zu wissen, aber auch nicht zu bewerten und zu sagen, so ist es okay und das finde ich aber nicht okay, so kann man es aber nicht machen. Es ist dir egal, wie es gemacht wird. Es ist dir egal, wie die Dinge in dein Living in the End kommen. Und es sieht manchmal richtig hässlich aus. Und wenn diese Bridge of Incidents für dich noch einen Einfluss haben oder für dich noch eine Bedeutung haben, dann sind es deine Blockaden, wo du dir selber in den Weg legst und wo du diese ganze Manifestation und die Umsetzung aufhältst. Aber wenn du das nicht tust, dann sind deine Ergebnisse umgehend, sofort, dann ist es sofort da. Und du lebst schon in diesem Living in the End und das braucht einen ganz klaren Mindset, den du dir erarbeitest, indem du dieses Prinzip, dieses Divine Design Prinzip so tief verstehst, indem du dich so tief verstehst als göttliches energetisches Wesen. Und das heißt, göttlich heißt eben, dass alles in perfekter Ordnung ist. Du bist in perfekter Ordnung. Der Weg, wie die Dinge entstehen, sind in perfekter Ordnung. Sie werden von dir nicht angezweifelt. Sie werden von dir nicht bewertet oder beurteilt, sondern du bist in dieser Position, in diesem Selbstkonzept, in dieser Identity, wo diese Dinge für dich schon zurechtgelegt sind. Und was sich im Außen verändern muss und wie es sich verändert, auf welchem Weg es sich verändert, darf von dir auf gar keinen Fall beurteilt werden. Weil du weißt, es führt dazu, dass sich deine Wunschrealität im Außen zeigt. Du weißt es und du gehst nicht davon ab. Und wenn es sich nicht bewegt, dann liegt es daran, dass du da eben noch Blockaden drin hast, weil du sagst, nee, so will ich es nicht oder es muss anders gehen und es braucht noch etwas oder es ist noch irgendwas im Entstehen. Es ist nicht im Entstehen, es ist alles schon entstanden. Nur du stehst noch in der Position, wo du Dinge im Entstehen siehst. Und damit hast du natürlich das Gefühl, dass die Dinge sich langsam entwickeln und dass sie Zeit brauchen und dass sie Entwicklung brauchen. Aber du hast diese Entwicklung reingegeben. Du
bist in Entwicklung. Aber wenn du aus dieser Entwicklung rausgehst und sagst, ich bin aber jetzt in the living in the end, es ist alles schon entwickelt, Realität ist da, Creation is finished, es ist alles abgeschlossen, alle Realitäten sind da, sind für mich zur Verfügung. Ich bin alle Realitäten und deswegen kann ich die Realität auswählen, die ich möchte. Und das ist das Spiel des Lebens, wie Florence Scovelshin so schön sagt. Das Spiel des Lebens, das göttliche Spiel des Lebens, die absolute Perfektion, wo du aus deinem Human Design Denken raussteigst und in ein absolutes Divine Design Denken einsteigst, weil du diese Identität in dir komplett erkennst und aktiviert hast und genau aus dieser Identität deine Ansichten, Meinungen, Überzeugungen schöpfst. Das ist Living in the End. Und das ist wahrscheinlich das einzige Video, was du brauchst, was Manifestation betrifft, was betrifft SP zurückbekommen. Aber das ist ja das Allerwenigste, sondern du möchtest ja ein geiles Leben haben mit deinem SP, mit deinen SP-Kunden an deiner Seite, mit deinen SP-Freundschaften an deiner Seite. Und dann geht es nicht anders, als dass du schon dort bist und bleibst, wo du es haben möchtest und nicht beurteilst, wie der Weg ist, sondern sagst, jeder Weg ist in Ordnung, jeder Weg ist göttlich, ich bin göttlich, meine Vorstellungskraft ist göttlich, das Leben, das ich leben möchte, ist göttlich. Es ist für alle, die meine Pushed-Outs sind, eine absolute Erfüllung, weil ich bin die Erfüllung, meine Realität ist die Erfüllung für alle, die in meiner Realität sind. Das ist dieses absolute Denken. Das scheint für den Verstand super krass. Ja, Rising Up ist die eine Mastermind, die dich wirklich in dieses Bigger Game führt und dir die Sicherheit gibt, dass du dich komplett darauf verlassen kannst, dir die Angst nimmt, dass etwas scheitern könnte. Und wenn du da bist, in dieser Position, dann geht es los mit der absoluten Kreation von deinem Business, von deinem Leben, von deiner Erfüllung, von deiner Fülle. Und das ist dann die nächste absolut Mastermind, die du bei mir betreten darfst, wenn du bereit bist. Ja, und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dieses Video dir ganz, ganz oft noch anschaust. Ich freue mich, dass du meinen Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan hast. Ich freue mich, dass du meine Videos teilst und likest und auch kommentierst. Ich bin ganz, ganz verrückt danach, immer wieder eure Erfolgserlebnisse zu hören oder zu lesen. Bitte teile sie mir mit. Wenn du Erfolgserlebnisse brauchst, wenn du Sicherheit brauchst, wenn du sehen möchtest, wie das andere machen, aus diesem Prinzip heraus leben, lade ich dich ganz herzlich ein in unsere Wir sind Divine Design Community. Da hast du einmal im Monat ein Hot Seat Coaching, wo du deine Themen eingeben kannst. Da hast du den Ich bin Divine Design Identity Kurs drin, wo ich immer wieder neue Teachings und Trainings reinlade. Da hast du Austausch mit anderen Mitgliedern. Da hast du 10% auf meine 1 zu 1 Coachings, die es im Moment noch gibt. Die werden aber irgendwann mal mangels Zeit natürlich nicht mehr so stark zur Verfügung stehen, nutze sie auf jeden Fall jetzt noch. Sie sind ein Game Changer, weil sie sind eigentlich absolute Divine Design Informations-Downloads für dich, für deine Wahrheit, für deinen Verstand in der Art und Weise, dass dein Verstand verstehen kann, wer du wirklich bist und wie du wirklich funktionierst. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören, freue mich, dich in der Community begrüßen zu dürfen, freue mich, wenn du dich für eine Mastermind bei mir bewirbst. Und ich freue mich, wenn du mir deine absoluten Erfolgsgeschichten mitteilst. Wir sehen uns im nächsten Video.